Ich hatte zwar auch schon in meinem Video über das Bepflanzen meines Hochbeets über Kartoffeln gesprochen, aber hier ist jetzt nochmal ausführlich der echte Kartoffelfilm. Wenn du Kartoffeln anbauen möchtest, dann gräbst du optimal schon im Herbst vorher den Boden tief um, lässt aber die groben Schollen liegen, die werden nämlich im Winter schön vom Frost zerkleinert. Wichtig ist auch, dass in den letzten 4 Jahren, bevor du jetzt Kartoffeln pflanzt, auf dem gleichen Boden keine Kartoffeln standen. Denn es gibt einige Schädlinge, die bleiben im Boden und fallen dann über deine neuen Pflanzen her. Das möchtest du ja nicht. Optimal ist es, wenn du vorher zum Beispiel Erbsen oder Bohnen auf dem Beet hattest, denn die haben den Boden dann schon sehr schön mit Stickstoff angereichert. Im Frühjahr entferne ich aus dem Beet Steine und Unkraut, grabe ein bisschen Laub, Kompost und Hornspäne unter. Ich verwende aber für Kartoffeln oder auch sonst keinen Stickstoffdünger. Die Kartoffeln werden dann zwar sehr groß, aber die schmecken nach gar nichts mehr. Und die Pflanzen sind viel anfälliger gegen Krankheiten wie Kraut- und Knollenfäule. Ich nehme übrigens nie eine Fräse, um den Boden zu bearbeiten. Zum einen ist das Beet für die Kartoffeln gar nicht sehr groß. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass dabei zu viele kleine nützliche Tiere getötet werden. Das heißt, ich grabe das von Hand um. Welche Kartoffeln nimmst du? Das ist ja die nächste große Frage. Wenn du im Gartenmarkt schaust, was es da so gibt, wirst du sehen, dass nur ganz wenige Kartoffelsorten überhaupt zur Auswahl stehen. Mehr bekommst du im Versand. Dort sind zum Beispiel auch seltene Sorten erhältlich, die gar nicht so in den Märkten angeboten werden. Leider haben wir hier diese Bundessortenliste, die nur die Kartoffeln berücksichtigt, die sich für den industriellen Anbau eignen. Wir wollen das ja gar nicht. Ich kann dir hier mal meine absoluten Favoriten sagen. Ich baue sehr gerne die Vitlot Noir an. Das ist eine sehr späte und festkochende Sorte, die eine ganz dunkelviolette Schale hat. Der Ertrag ist sehr gering. Im Foto siehst du hier ganz hinten das kleine Häufchen dort rechts im Hintergrund. Meiner Meinung nach die leckerste Kartoffelsorte überhaupt. Die Bamberger Hörnchen gehören auch zu meinen Favoriten. Das ist eine mittelspäte und festkochende Sorte, die angeblich nur einen mäßigen Ertrag bringt. Das kann ich aber nicht bestätigen. Ich zeige dir hier mal meine Ernte von einer Fläche von vielleicht 1,5 oder 2 Quadratmetern. Ich war sehr zufrieden damit. Ähnlich sieht die Sorte Larat Dardesh aus. Die ist aber nicht rosa, sondern so hellbraun. Und das ist eine mittelfrühe festkochende Sorte. Auch die schmeckt sehr, sehr gut. Hier siehst du die im Foto ganz vorne. Die Agria mag ich auch gerne. Das ist eine mittelfrühe mehlig kochende Sorte. Die ist ganz unkompliziert im Anbau, das heißt, die eignet sich auch, wenn du noch überhaupt keine Erfahrung mit Kartoffelanbau gesammelt hast. Die ist unempfindlich gegenüber Krankheiten und deswegen auch schön für den ökologischen Anbau geeignet. Der Ertrag ist sehr hoch und man kann die sehr, sehr lange lagern. Kühl und dunkel natürlich, aber meine konnte ich noch im nächsten Frühjahr brauchen. Die Laura baue ich auch seit einigen Jahren gerne an. Das ist eine späte Sorte, die vorwiegend festkochend ist. Ganz gute Lagereigenschaften hat, nicht ganz so gut wie die Agria und die zum Teil sehr große und wirklich leckere Kartoffeln gibt. Einen reichlichen Monat bevor du deine Kartoffeln legen möchtest, ist es empfehlenswert, die vorzukeimen. Das heißt, wenn du die Anfang Mai legen möchtest, solltest du vielleicht schon Ende März damit anfangen, die vorzukeimen. Im Hellen bekommen die kurze und dunkle Triebe und das ist eigentlich optimal. Hell und kalt sollte es sein, aber natürlich ohne Frost. Wenn deine Kartoffeln im Keller keimen, bekommen die lange und etwas hellere Triebe. Das ist aber nicht so schlimm. Ich pflanze die dann trotzdem ein. Da musst du nur entsprechend vorsichtig sein, dass sie nicht abknicken. Ich lasse pro Kartoffel etwa 3 bis 4 Keime stehen. Bei Frühkartoffeln lässt man sogar noch weniger, weil es dann sehr große Kartoffeln gibt. Bei späten Kartoffeln können es ruhig etwas mehr sein. Wenn ich das Beet im Frühjahr vorbereitet habe, dann ziehe ich dort etwa 20 cm tiefe Furchen. Häufe zwischen den Reihen die Hügel auf, von denen ich später die Erde für das Häufeln nehme und gebe etwas Laub und Humuskompost in diese Rillen. Meistens nehme ich hier den Kompost von unserer örtlichen Kompostanlage, weil dort keine Samen mehr enthalten sind. Das heißt, es wächst nicht so schnell Unkraut in dem Beet. Wenn du die Kartoffeln legst, solltest du darauf achten, dass das Wetter auch entsprechend ist. Das heißt, in kalten und nassen Böden wachsen die nicht gut an. So ein Frühjahr wie 2013 war für Kartoffeln der Totalalbtraum. In warmen Jahren wie 2014 kannst du hier auch Experimente machen. Da habe ich die ersten Kartoffeln sogar schon im März gelegt, weil ich dachte, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch was anderes in das Beet tun. Da muss man natürlich dann gucken, dass die vor den einzelnen Frösten, die vielleicht dann noch kommen, geschützt sind. Das heißt, da habe ich dann, wenn es kalt wurde, einfach den Tunnel drüber gebaut. Wenn du sie in Kübeln ins Gewächshaus setzt, kannst du dort sogar 4 bis 6 Wochen vor der Zeit schon anfangen mit deinen Kartoffeln. Die sollten natürlich auch nach den Eisheiligen nach draußen
aber dadurch kannst du deine Erntezeit nochmal verlängern. Das gleiche klappt übrigens in die andere Richtung. Ich habe auch da ein bisschen experimentiert und die letzten Kartoffeln sogar erst Anfang Juli gelegt. Die waren Mitte Oktober reif, das hat nicht so viele gegeben wie im Sommer, aber die waren auch sehr, sehr lecker. Also die Kartoffeln werden in die vorbereiteten Furchen gelegt und dann decke ich die etwa 5 bis 10 cm mit Laub, Kompost und ganz zum Schluss noch ein bisschen lockerer Erde zu. Das wird nur leicht angedrückt und nicht festgeklopft oder gar im Beet drauf getreten oder so. Der Boden muss locker bleiben. Wenn du die Kartoffeln in ein Bodenbeet legst, dann solltest du zwischen den Pflanzen mindestens 30 bis 35 cm Platz lassen und zwischen den Reihen 60 bis 70 cm, denn da wirst du ja meistens noch laufen müssen bzw. wollen. Im Hochbeet braucht dieser Abstand zwischen den Reihen zwangsläufig nicht so groß zu sein, weil du ja dort nicht läufst, sondern die Pflanzen dann einfach direkt nebeneinander setzt und von den Rändern bearbeitest. Außerdem ist im Hochbeet die Erde tiefgründiger und bietet deswegen auch mehr Raum zum Wurzeln nach unten. Das heißt, da können die ein bisschen dichter stehen. Im Hochbeet trocknen die Blätter auch nach einem Regen schneller ab, weil da der Wind besser dran greift als auf dem Boden. Wenn du deine Kartoffeln zu dicht pflanzt, hat das mehrere Nachteile. Die Ernte fällt deutlich geringer aus, auch wenn du viel mehr Saatkartoffeln nimmst. Die Kartoffeln sind wesentlich kleiner und wenn die so dicht stehen, dann ist auch die Gefahr von Kraut- und Knollenfäule viel höher, weil das Laub so dicht steht, dass es nach dem Regen nicht schnell genug abtrocknen kann. Ich mulche die schon relativ früh, hier mit Laub, dann auch gerne mit Brennnesselblättern, die sind ideal. Wenn du kein Beet hast, sondern deine Kartoffeln in Kübel pflanzen möchtest, dann geht das ganz genauso. Ich zeige dir hier mal, wie ich meinen Kübel bepflanze. Ich nehme da sehr gerne ausgediente Mörtelkübel, die bekommt man ja günstig. Die können auch ruhig schon ein bisschen Löcher haben. Du musst sowieso unten welche reinbohren, damit das Wasser ablaufen kann. Zur Not kannst du sogar einen großen Eimer nehmen. Probier es einfach mal aus. In die Kübel lege ich zuunterst erst eine Drainage, hier aus so klein geschnittenen Ästen, dann darüber etwas Laub, so ganz wie im Hochbeet das auch gemacht wurde, dann mit Laub vermischte Erde ein bisschen. Dann etwas von meinem Kompost. Darüber noch die normale Erde, die ich auch mit etwas Laub untermische. Und da können dann auch direkt etwas Hornspäne rein. Und dort setze ich die Kartoffeln dann in die Erde. Ich mache jeweils ein kleines Loch und lege die dort rein. Drücke dann die Erde ringsherum ein bisschen an und lasse im Kübel nach oben noch einigen Platz, weil ich ja auch dort häufeln möchte. Die Kübel haben den Vorteil, dass das schwarze Material sehr warm wird. Das heißt, die Kartoffeln werden dort unter Umständen sogar schneller reif als in deinem Hochbeet oder erst recht im Boden. Sobald die Pflanzen etwa 10 bis 15 cm aus der Erde ragen, solltest du anfangen zu häufeln. Manche bedecken die Pflanzen dann bis ganz nach oben mit Erde. Das mache ich nicht, sondern ich lasse etwa die Hälfte herausragen, weil die Pflanzen dann schneller nachwachsen können. Lieber häufel ich dann stattdessen etwas öfter. Das sollte man sowieso alle 2 Wochen etwa wiederholen. Das Häufeln hat etliche Vorteile. Die Pflanzen setzen mehr Kartoffeln an. Durch das Häufeln wird der Boden aufgelockert und kann gut durchlüften. Das Beikraut, das gerade bei den Jungpflanzen Konkurrenz wäre, kann gut entfernt werden, weil man ja auch immer wieder danach gucken muss. Die Dämme, die du mit der Zeit bildest, trocknen schneller ab und die erwärmen sich auch besser. In den ersten Wochen, nachdem die Kartoffeln ausgetrieben haben, ist es sehr wichtig, regelmäßig zu gießen. Das machst du am besten nicht in der prallen Sonne, sondern optimal morgens. Wenn du abends gießt, kommen viel mehr Schnecken. Nach ungefähr 100 Tagen kannst du ausprobieren, ob deine Kartoffeln reif sind. Dazu kannst du mal eine Kartoffel ausgraben und mit dem Finger darüber reiben. Wenn die Schale ganz leicht abgeht, dann ist die Kartoffel noch nicht reif. Wenn sie dagegen dran bleibt, dann weißt du, deine Kartoffeln können geerntet werden. Die müssen aber nicht alle auf einmal aus der Erde. Ich mache das oft so, dass ich anfangs nur vorsichtig den Tagesbedarf ausgrabe und die restlichen Kartoffeln dann wieder mit der Erde bedecke, damit die schön weiter wachsen können. Wenn du deine ganzen Kartoffeln aus der Erde holst,
Und das solltest du spätestens machen, wenn sich die ersten Anzeichen von Krautfäule zeigen. Dann mach das optimal an einem warmen und trockenen Tag. Die Erde, die noch an den Kartoffeln ist, lasse ich immer dran und lass die Kartoffeln an der Luft trocknen. Dadurch wird die Schale sehr schön fest und die lassen sich später wesentlich besser lagern. Achte aber darauf, dass nicht zu viel Sonne an die Kartoffeln kommt, während sie austrocknen, denn sonst verfärben sie sich sehr schnell grün und werden damit giftig, denn das, was sich dort bildet, ist Solanin, das ist giftig. Schon bei der Ernte suche ich aus, welche Kartoffeln ich als Saatkartoffeln für das nächste Jahr auf Seite lege. Das sind relativ kleine, aber sehr gesunde Kartoffeln, die ich ab da kalt und dunkel, aber frostsicher lager. Im nächsten Jahr kann ich die dann wieder verwenden. Das darf man natürlich nur mit Sorten machen, die nicht geschützt sind. Du siehst also, schöne und gesunde und vor allem leckere Kartoffeln anzubauen, ist keine Zauberei. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß wie mir.